Hallo und willkommen zurück bei Sons of the Forest. Wir sind aus der Höhle entfleucht in der letzten Folge. Leider relativ erfolglos, trotz zwei C4-Ladungen und einigen Pfeilen. Ja, das hat leider nicht so viel gebracht. Da waren mir dann doch ein bisschen zu viele Gegner. Wir begeben uns weiter wieder so ein bisschen auf Erkundungstour. Hier gibt es ja noch viel zu erkunden. Und den Weg sind wir auch schon mal gegangen. Da war es letztes Jahr Herbst oder so, Frühling, ich weiß es nicht mehr. Schon eine ganze Weile her. Nee, das muss im... Das war doch dieses Jahr Frühling, genau. Und dann sind wir zurück und dann sind wir um den Berg rum. Da meinte ich da oben dann irgendwann mal, hier unten ist das, ist der Zulauf. Ah, da drüben ist jemand. Mit Höhle und den beiden Haien. Genau. Und wir sind beim letzten Mal, als wir dann in die Heimat sind, da sind wir dem Fluss gefolgt. Ich überlege gerade, wir sind vorhin aber auch aus der Region gekommen, ne? Da irgendwo muss der See mit unserer neuen Hütte liegen. Ah ja, wir haben Hunger. Na komm, ich habe noch einen Fisch mit. Können wir mal essen. Der zieht zwar den Durst wieder runter, aber kein Problem. Hier vor uns ist ein schöner kleiner Bach. Genau. Jo, passt. Dann würde ich sagen, wir gehen mal so ein bisschen in die Richtung. Ach stimmt, wir sind ja sogar, als wir auf die andere Seite der Insel sind, einmal kurz hier runtergekommen, wo ich meinte, ach guck mal, hier sind wir und da ist die Höhle. Da standen wir da oben irgendwo. Entweder da oder ich glaube eher da. Das heißt, wir waren dann am Fels und sind darüber und könnten mal so ein bisschen in die Richtung hier oben vielleicht gehen. Ob wir da nochmal irgendwas entdecken. Aber dass wir den... Wir haben jetzt mittlerweile zwei andere Helis gefunden, aber unseren leider nicht, wo wir angefangen haben. Wenn der überhaupt noch da liegt, aber ich gehe von aus, oder? Dass der da liegen bleibt. Dass sie den Eingeborenen oder die Eingeborenen den nicht auseinandernehmen oder wieder flott machen und dann irgendwann uns mit dem Helikopter angreifen. Das wäre ganz witzig, wenn da so irgendwie acht von denen draußen dranhängen, die sonst so an den Bäumen kleben. Ah, was haben wir denn davon? Könnte vielleicht auch ein Höhlenzugang sein. Denn da in der Nähe von unserem abgestürzten Helikopter war ja auch nochmal eine Höhle. Ich weiß sogar grob, in welche Richtung wir dazu müssten, aber ja. Dafür fehlt mir jeglicher Anhaltspunkt, wenn wir nicht an unserem Helikopter sind. Kelvin, den haben wir gerade ein bisschen verloren. Ach nee, da ist er. Guck mal, da. Uhu. Dachte, weil ich da so schräg hochgeklettert bin, dass der gar nicht so sehr dahinter herkommt. Ah nee, das ist nur ein Fels, da drüben auch. Wahrscheinlich, weil hier gerade das Bergmassiv so ein bisschen anfängt zu beginnen. Ah ja. Zack, eingebrochen. Ach. Guck mal, da oben wird gefeiert. Oder geopfert. Warte mal. Schleich mich mal von hier hinten so ein bisschen rumrum, dass wir da mehr sehen. Wie viele Gegner sind denn das? Ach, das sind nur zwei. Das andere ist eine Puppe. Naja, theoretisch. Ne, drei, da ist noch einer. Da ist auch wieder so ein Thron und da sitzt auch diesmal jemand drauf. Das ist ein großer. Also ein Angeketteter, drei unterwegs und der große sitzt auf dem Thron. Dachte mir schon, dass das der Chef von denen ist. Aber so wahnsinnig viel Heilungsmaterial haben wir nicht mehr. Wir haben noch zwei Pillendosen. Und
Und sonst nix. Wir hatten mal viele, aber ich habe ja einige in der Höhle gebraucht, letzte Folge, zwei oder drei sogar. Ich glaube zwei und. Oh shit. Fuck, hau ab, ey. Das habe ich nicht kommen sehen, habe es auch nicht gehört. Ah, da kommen auch die anderen. Gut, dann bin ich mal weg. Dachte mir schon, als der eine vorhin rumgekreischt hat, ob das uns galt oder ob das der Kerl war, den sie da festgebunden haben. Oh, das sind Zelte. Ah, da ist auch wieder einer. Oh Mann, 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 Mann. Der hat uns noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die anderen uns noch verfolgen. Hier ist das Radio. Zack. Oh, Wodka. Nee. Das geht nicht. Ah ja, jetzt hat er uns mitbekommen. Nicht so schlimm. Oh, Medizin. Sehr gut. Nochmal. Nein, leider nicht. Ich bin schon weg hier. Kannst du wieder in deinen Zelten pennen? Oder auf deiner Liege? Ey, wir müssen uns mal so eine Liege irgendwie nach Hause organisieren. Bin ich doch nicht der Einzige, der so eine Liege gern auf seinem Grundstück hätte. Oh, Weg. Elch, hallo. Ja, an diesen Felsmassiven, ne? Irgendwo gibt es da mit Sicherheit auch noch die ein oder anderen Zugänge. Würde mich wundern, wenn nicht. Was ist das? Achso, ah ja, zwei Elche sogar hier und davon noch einer. Verfolgen die mich noch? Nee, das Kelvin, der hier kommt. Ich jedes Mal so zu 50% denke, er ist bestimmt ein Gegner. Ja, und bald ist auch wieder Frühling. Nächster oder übernächster Tag? Spätestens übernächster Tag dürfte Frühling sein. Wie war das eigentlich im ersten Teil? Hatte man da auch so eine Karte? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das gewesen ist. Oder nur ein Kompass oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Na, was ist denn das da unten? Halt. Da ist wieder was von den Leuten hier. Ach nee. Das sind gar keine aufgespießten Totenschädel, sondern diese Vermessungstechnik und Golfkart. Hier waren wir schon mal. Ja, und bei denen denke ich immer, dass die irgendwas, irgendeine Richtung anzeigen. Da so hin. Nochmal, wir haben jetzt schon 500 Druckerharz oder so. Wir gehen mal in die Richtung. Ah, eine Kiste. Ah, und eine schreiende Kiste. So, vielleicht war das das schon. Keine Ahnung. Und das Teil zeigt. Naja, gut, auch so ein bisschen in die Richtung, aber ein Stück weiter links. Ich weiß nicht, ob das was zu sagen hat. Aber warum eigentlich nicht? So kleine Hints, dass man
man ein bisschen passiv darüber aufmerksam gemacht wird, dass da was sein kann. Vielleicht zeigen die Position der Aloe Vera an. Die wachsen nur an diesen Messgeräten. Auch schick hier, oder? Mit dem kleinen Wasserfall dort hinten. Wie wäre es, wenn wir uns hier eine Hütte errichten? Keine Sorge, wir haben erstmal genug von Hütte errichten, würde ich sagen. Ach doch, ja, ich erinnere mich. Das ist der See, von dem ich meinte, wenn wir hier als erstes angekommen wären, hätten wir uns hier niedergelassen. Genau, da kamen wir dann da drüben mal an. Und da kamen dann auch so ein paar Gegner irgendwie. Aber vielleicht ist ja hier hinten noch ein Zugang, seht ihr? Denn hier auf der Seite waren wir noch nicht. Auch wenn man schon mal an einer Stelle gewesen ist, es gibt ja für... Ach, guck mal. Ja, ein paar Kisten. Gibt ja trotzdem für jede Stelle, die man irgendwie erreicht, zig Wege, um dann irgendwie weiterzukommen. Oh, sehr gut, eine Leiterplatte. Nochmal Druckerharz. Oh, was haben wir denn hier? 4x9 mm. Wo ist denn das hin? Dann esse ich es gleich. Und ein Kohlefaserpfeil. Den einen, den wir schon hatten, den habe ich im Lager bei uns. Da hinten rennt jemand rum, weiß aber nicht, ob es Kelvin gewesen ist. Das konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht erkennen. Oder ein Yeti. Ja, das wäre auch geil, so ein kleines Easter Egg. Irgendwo immer mal so alle 50 Spielstunden so ein Yeti. So für 5 Meter zu sehen und dann ist er wieder weg. Es wirkt auch ein bisschen aggressiv, wenn ich die ganze Zeit hier die Axt in der Hand halte. Zieh dich hoch. Ja, Gott. Ah, oh, Gott sei Dank, Kelvin. Huhu. Na, vielleicht da oben eine Höhle oder hier? Irgendwo? Ja, mal schauen. Theoretisch könnten die ersten Bäume vielleicht sogar schon nachgewachsen sein, wenn... Ha! Ey, da ist so ein Typ angebunden, die mir in der Höhle mega auf die Eier gegangen sind. Ja, die ersten Bäume nachgewachsen, wenn wir zu Hause sind. Also mir war schon klar, dass ich die mit Pfeile höchstwahrscheinlich so schnell nicht erledigen kann. Vielleicht eher mit so einer Art Kettensäge. Ich lasse den hier auf keinen Fall frei. Oh, hey. Oh, das ging ins Auge. Dankeschön. Oh, Sido, grüß dich. Ich dachte, ich kann eben die Maske runterschießen. Shit, ich muss was essen. Aber wir hatten ja noch eine gefunden. Vielleicht finden wir ja auch noch mal welche. Hier nicht noch irgendwo noch ein Pfeil von mir rum? Alter. Shit. Puh. Alter Schwede. Kann ich direkt noch eine Pillendose schlucken? Eine haben wir dann noch. Daumen drücken, dass wir hier was finden. Eieieiei. Ja, ich könnte vielleicht auch wieder mal ein bisschen Rüstung craften für... Shit, oh nein, nicht so einer. Hau ab! Alter, holy fuck. Die hauen aber auch echt rein, ne? Unfassbar.
Shit, da kommt der nächste. Ne, ich glaube, ich guck mal, ob ich hier noch irgendwo was mitnehmen kann. Oh ja, hier Leder. Ne, Stoff. Und dann hauen wir hier ab. Fuck, 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 fuck. Hey, vielleicht hätte ich den freilassen sollen und der hätte die anderen erledigt. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Obwohl, das scheinen ja so zwei verschiedene Gangs zu sein, irgendwie, ne? Die sich da, wenn die den anbinden, das bestimmt nicht ihr Freund. Oder der hat irgendeine Wette verloren oder so und muss da jetzt 5 Tage am Pfahl überleben oder was weiß ich. Scheiße, ey. Ah, das war gerade sinnlos. Oh Mann. Also sinnlos Energie verloren. Ja, ich denke manchmal, nee, das passt. Der Pfeil sitzt und wenn er in dem Moment angreift, ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ich muss versuchen, damit klarzukommen, wenn ich jetzt Lebensenergie verliere und wir nur noch eine Heilpackung haben. Bisschen heilen wir uns ja, wenn ich was Anständiges zu mir nehme, was esse. Aber wir haben Fisch, fleischtechnisch nichts mehr. Aber wir haben noch eine Feldration. Heilt die uns auch ein bisschen? Nö. Schade. Na gut. Da geht's nach Hause, nach rechts. Ist da hinten noch was? Ja, stimmt, aber so richtig, also so Pflanzen zum Mitnehmen gab es ja jetzt gar nicht im Winter, weil ich ja überlegt habe, eventuell ist ja die Aloe Vera eine Pflanze, die man auch noch zusätzlich im Winter finden kann, aber alle anderen sind nicht da. Da denke ich, dass die dann auch nicht da ist. Warum sollte sie? Schon Grund haben, warum die so selten ist. Weil wenn die an jeder Ecke rumstehen würde, könntest du halt wahnsinnig schnell der da deinen eigenen Garten mitmachen und dann hättest du fast einen unerschöpflichen Vorrat an Heilmaterialien. Guckt euch den Wald an. Wir sind schon ein paar Mal durchgestreift, ne? Aber auch wenn wir immer nur durchstreifen, es ist ja immer nur ein kleiner Streifen, den ich irgendwie abdecken kann. Auch wenn ich. Nö, hau ab. Auch wenn ich 10 Mal durch den Wald renne. Und manchmal reicht es ja, wenn ich dann mal 50 Meter weiter links oder rechts dann irgendwie was erkunde. Reicht dann schon, dass wir vielleicht was Neues finden. Von daher, wir müssen immer wieder durchgehen, immer mal versuchen. Oder ich versuche dann so einen leicht anderen Weg zu nehmen. Wird mir nicht immer gelingen. Wir werden. 1000 Mal an die gleichen Stellen immer wieder kommen. Aber so ist das halt. Hey, 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 ich bin schon weg. Entschuldigung, hab mich verlaufen. Mann. Erst war ich zufrieden, dass wir wieder viel Heilungssachen hatten. Jetzt haben wir so gar nichts mehr. Eine Packung nur noch, aber die möchte ich jetzt nicht verschwenden. Wir können mal hier wieder so ein bisschen Richtung Heimat gehen. Ich sehe schon, komm, wir kommen an und die kloppen gerade auf unserem Gebäude drauf rum. Ist halt auch nie von welcher Ecke die vorspringen, ne? Kelvin, ja, wunderbar. Unser treuer Begleiter. Der lässt uns nie im Stich. Der ist immer da. Es sei denn erstmal weg, aber in der Regel kommt er dann auch schnell wieder. Nach 2, 3 Tagen manchmal. Ich hoffe, die Virginia, die kommt dann wieder öfter.
die hatten wir dann vor, also das ist bestimmt schon 2, 3, 4 Folgen her, da kamen sie uns ja im Wald entgegen und brachte uns eine Aloe Vera. Was Besseres hätte sie uns nicht bringen können. Ja, und ich hoffe, die kommt dann wieder häufiger, wenn wir dann wieder mal zu Hause sind. Immerhin ist sie wieder auf dem Teil der Insel, denn zuletzt hatten wir sie ja davor auf der anderen Seite mal gesehen. Da ist sie uns noch eine Weile gefolgt und kam ab und zu mal. Aber das ist ja auch schon wieder gefühlt ewig her. Also. Da unten läuft schon wieder einer von denen. Oh Mann, ey. Ach so, ich darf nicht vergessen, wir hatten ihr den Tarnanzug noch gegeben, ne? Dass wenn die aufkreuzt, dann sieht die ja ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt immer noch im Kopf gehabt, die hat ihren Badeanzug an. Aber hat sie ja gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, aber noch nicht der Fluss, der hier dann hoch zu unserem. Nee. Das ist nicht der Wasserfall, der hochführt zu unserem See. Da ist auch wieder ein Gegner. Oh Mann, ey. Der ganze Wald ist verseucht. Ich frag mich, bis zu welchem Maße das zunimmt an Gegnern. Ob es überhaupt mehr werden? Anscheinend schon. Oder ob da irgendwann eine Maximalgrenze erreicht ist. Ach, schön. Mal wieder ein bisschen Schneeverwehung hatten wir lange nicht. Letztes Mal am Strand, kurz bevor wir zur Höhle sind. Ja, das war ein Trauerspiel. Aber da vielleicht mit so ein paar Granaten rein? Ich würde schon gern wissen, weil irgendwas Schönes findet man doch mit Sicherheit am Ende jeder Höhle. Wir sind auf jeden Fall oberhalb unseres Sees, der ist da. Da unten irgendwo. Hey Kelvin, alles cool? Komm, wir waschen dich mal. Hast immer noch ein bisschen Blut im Gesicht? Komm. Na komm. Genau. Sehr gut, komm. Spritz dir mal ein bisschen Wasser ins Gesicht. Es wäre schön, wenn man ihn waschen könnte. Also sauber machen. Nicht, dass er unreinlich wäre. Aber schreckt vielleicht auch die Virginia ab, wenn er ständig mit Blut im Gesicht rumrennt. Oh, ich hoffe, wir werden nicht wieder von Wurmbeugen begrüßt. Eieiei. Der war neulich erst da, ne? Als wir das letzte Mal zu Hause gewesen sind oder nach Hause kamen. Da hatte der sich ja erstmal bei uns zu schaffen gemacht. Pass auf, wir kommen jetzt nach Hause. Und so bei jedem zweiten dieser Spieße, die wir aufgestellt haben, hängt so ein Eingeborener fest oder ein Elch. Wäre auch ein Bild für die Götter. Doch wieder ein Weg. Komm, den folgen wir noch mal. Boah, wie dicht der Wald hier ist.
versuche mal so ein bisschen durch die Bäume zu schauen, ob irgendwo was zu sehen ist, aber oft nicht. Und ich finde es auch tatsächlich gut, dass nicht zu viel immer wieder gefühlt alle 100 Meter zu sehen oder zu finden ist. Also bleibt es jedes Mal eine Überraschung, wenn denn mal irgendwo was auftaucht. Aber jetzt geht es hier gerade so ein bisschen Richtung Berg hoch. Gibt bestimmt schon die ersten Speedruns zu dem Spiel. Hat bestimmt keine 2 Tage gedauert, bis die Leute durch waren. Ach, guck mal. Oh, guck mal. Shit. Da sind ein paar schöne. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich habe kein Leben mehr. Ich will mich nicht mit denen anlegen. Das kann ein Schlag und wir sind kaputt. Mist. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich diese letzte Pillendose. Oh fuck. Pillendose nehme, die wir noch haben. Oh Gott, hier auf dem Baum war einer. Ach du Scheiße. Ah, ich muss mal kurz ein bisschen flinten. Sprinten. Flinten. Ich habe keine Flinte, leider. Eine kleine Pistole, aber auch mit der. Auch wenn man ein bisschen Munition gefunden hat, möchte ich die nicht unbedingt verschwenden. Komm schon, Kelvin, hilf mir! Ja, danke, danke. Ach shit, da kommen sie wieder. Ja, ich dachte, wir sind sie vielleicht schon los, aber da kam gerade noch einer über den Fluss gelaufen, weiter unten. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass mich die Story. So viel haben wir noch nicht mitbekommen, außer so irgendwie 2 Zettel, die wir mal gefunden haben oder den Beginn. Oh shit. Auch noch nichts weiter gesehen haben, aber so sehr bin ich da ja gar nicht hinterher. Früher oder später kommt da schon alles irgendwie mal zusammen. Ich folge mal dem Fluss hier. Ich weiß nicht, wo er hinführt, aber wir müssen eh ein bisschen runter. Ey, das ist aber nicht der See, den ich jetzt schon dreimal angesprochen habe, bei dem ich am Anfang gesiedelt wäre, oder? Nee, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Oder vielleicht meine ich auch den? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auch nicht mehr allzu lange hell. Also, wir müssen auch ein bisschen in die Richtung, um nach Hause zu kommen. Also das ist mal wieder seit langem so ein Spiel, in dem ich mich richtig schön verlieren kann. Und wenn ich hier meine Aufnahmerunden mache, sind das häufig so um die 4 Aufnahmen am Stück. Ihr wisst ja, wie lange die gehen. Da mache ich ein Päuschen. Und dann geht es oft weiter. Wird natürlich irgendwann so ein bisschen nachlassen, aber es wird schon noch eine Weile dauern. Oh, was liegt denn darum? Ist das ein Zelt oder? Ja, wird schon noch eine Weile dauern, bis ich es irgendwann mal satt habe. Denn es gibt noch viel zu finden. Und bis wir das mal durch Zufall finden oder also so ein bisschen systematisch, ne, im Rahmen einer. Oh! Das ist der Beginn. Hier haben wir angefangen.
Hier habe ich das erste Zelt gebaut. Ja! Nice! Genau. Also so ein bisschen systematisch durchkämmen wir das ja schon alles. Ich speichere hier mal. Das dauert natürlich, ne? Ach, geil, dass der Heli. Jawohl! Oh, was für ein Glücksfund. Unfassbar. Ja, zwei Pillendosen. Spitze. Drei Schrotkugeln. Oh, oh. Noch eine Pillendose. Batterien. Ja. Da gönne ich mir jetzt dann doch mal eine Pillendose. Betäubungsgewehrmunition, ja. Klebeband. C4. Wir bräuchten mehr von den Platinen. Ja, da ist sogar ein. Zwei Leiterplatten. Fantastisch. Ach, du bist. Mein Gott, erschreck mich nicht. Wir können eigentlich auch direkt hier übernachten. Oh, was für ein glücklicher Zufall. Das ist ja unfassbar. Ja, seht da, guck mal, der See war viel, also der Tümpel, der ist viel, viel kleiner gewesen. Stimmt. Und ich meinte ja, wir sind dann dem runtergefolgt und da irgendwo dann gab es eine Höhle. Was ist denn das da hinten? Das ist ein Grappler, aber mit zwei Oberkörpern? Was zur Hölle? Die haben wir auch noch nicht gesehen. Muss ich beide Köpfe erwischen? Erwischen. Ernsthaft? Pfeile, Pfeile her. Oh, fuck. Wie ich sie jedes Mal schaffe, die... Oh, ist noch gestorben. Die Pillendosen direkt wieder aufzubrauchen. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass unsere Werkzeuge nicht kaputt gehen. Also weder der Bogen... Also... Ich hätte am Anfang mit gerechnet, dass die vielleicht irgendwann kaputt gehen. Aber das nervt mich manchmal bei Spielen, wenn du gefühlt alle 10 Minuten brauchst ein neues Werkzeug. Wenn die eine Weile halten, kein Problem. Weil wenn ich jetzt so eine ganze Jahreszeit irgendwie mit dem Bogen auskommen würde oder mit der Axt oder was auch immer. Aber die gehen anscheinend ja gar nicht kaputt. Umso besser, also fehlt mir jetzt auch nicht. Sehr schön. Okay, dieses Ekelvieh ist erledigt. Ja, das war der andere Kollege, der bei uns im Heli mit saß, der da rausgefallen ist. Okay, es wird ja bald Nacht. Achso, wie viele... Moment. Wie viele Pfeile haben wir noch? 9. Da können wir nochmal welche herstellen. Eins, zwei, drei, vier. So, da bauen wir nochmal 8 zusammen. Haben wir 17. Fast voll. Können eigentlich nochmal bauen, dann würde ich aber einen einbüßen. So, passt erstmal. Mega gut. Dann können wir da unten nach der anderen Höhle nochmal Ausschau halten. Und vor allem, was dann wichtig ist, dass wir gucken, ich versuche mal zu schlafen, wie wir... Ja, es ist Frühling. Sehr gut. Speichern wir direkt nochmal. Wie wir... Es ist aber noch gefroren. Na gut. Ja, wie wir dann von zu Hause vielleicht hierher kommen. Oder im besten Fall zu der Höhle. Aber erstmal müssen wir die finden. Erstmal müssen wir was essen und was trinken. Essenstechnisch... Gut, wir haben noch Nudeln. Wir haben noch 3 Dosen oder so dabei. Ein paar Powerriegel haben wir auch noch. Komm, mach mal eine Dose klar. 3 Platinen oder wie viel sind das da oben? Miau.
Ach so. Moment. Ach, verdammt. Ja, noch kalter Frühling. So, wir müssen auf jeden Fall hier runter für... Aber die wachsen wieder. Vielleicht auch unsere Aloe Vera. Wer weiß. Ist das direkt hier gewesen? Nee. Nee, das war bei einer anderen. Wir müssen weiter. Die Stelle war größer. Da kommt nochmal wie so ein kleiner oder so ein mittelgroßer Tümpel. Den meine ich aber auch noch nicht. Da ist noch eine Kiste. Vielleicht nochmal Pillen drin. Da ist noch eine. Batterien und eine Leiterplatte. Geil. Ja, Pillen. Ich sage immer Pillen. Also meinen dann schon die Medizin, ne? Das ist ein Gegner. Shit. Noch hat er uns nicht gesehen. Ja, wir müssen was trinken. Ich muss mal eine Dose Soda nehmen. Solange der See hier noch gefroren ist. Ich wollte da oben am Fluss was nehmen, aber das war zu steil. Da hat er nichts mitgenommen. Okay, jetzt auch wieder nebenbei. Die Augen schön offen halten nach Aloe Vera. Oh, wie viel geiler das nochmal aussieht, ne? Winterlandschaft hat auch seins. Aber wenn es grün und so saftig ist und so feucht die ganze Umgebung, das hat irgendwas. Ich finde das mega cool. Ja, nicht nur hier im Spiel, ne, sondern auch so im richtigen Wald. Ich war lange nicht im richtigen Wald, gebe ich zu. Halt, Moment. Oh. Das ist so ein weißer, so ein grauer irgendwie. Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Weil, tja, ach so, das geht hier gar nicht weiter. Shit. Dann weiß ich natürlich nicht, wo war hier diese Höhle. Ich überlege gerade, wie ich damals vor über 20 Stunden gegangen bin, sind wir hier runter. Also wir sind, glaube ich, keinen Weg gefolgt. Ich gehe mal ein Stück in die Richtung. Könnte auch sein, dass wir da einfach mal quer durch den Wald sind. Ich versuche mir das jetzt so ein bisschen zu merken. Hier links. Da sind Zelte. Hier ist wieder ein Fluss. Ja, das kann schon sein. Wir sind dann irgendeinem anderen Fluss gefolgt. Eventuell führt der dahin, wo ich jetzt hin möchte. Waren denn nicht Zelte? Ne, das waren die Steine, die ich für Zelte gehalten habe. Wo ist er denn jetzt? Hier. So, genau. Also ich habe noch im Kopf, wie der See aussieht. Aber führt uns... Da drüben ist wieder einer. Führt uns der kleine Bach dorthin. Man kann auch gehockt springen, dann macht er nur so einen kleinen Sprung. Nee, so einer ist es. Nein, Kelvin, du hast Aufmerksamkeit auf dich erregt. Nee, der ist es auch nicht. Der ist viel zu klein. Der ist viel größer, den ich meine. Doch, das Lager, da waren wir auch. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Oh, super, nochmal Pillen. Wodka, nochmal. Ein Golfball. Gucken wir mal nicht, dass der Gegner doch nochmal hier um die Ecke kommt. Nochmal Druckerharz. Armbanduhren. Wodka, sehr, sehr gut. Da können wir auch mal, wenn wir zu Hause sind, ein paar Molotow-Cocktails bauen. Seile, sehr, sehr gut. Ja. Ist alles sehr gut, ne? Ah Gott!
Aim Gott. Hier unten, das könnte der Tümpel sein. Ja, das ist er. Den meinte ich. Aber war hier auch die Höhle? Oder war die ganz woanders? Also ich weiß noch, als wir beim Helikopter waren, da hatte ich ja am Anfang noch diese Map und GPS und rumprobiert und da hat es ja direkt, deswegen hatte ich da auch sofort rumgemeckert in der ersten Folge nach 5 Minuten, dass es mir direkt anzeigt, wo die Höhle ist. Deswegen könnte es sein, dass wir nochmal zurück zum Helikopter müssen. Oh, da oben ist wieder einer. Und die Höhle doch nicht hier ist. Hier dachte ich die ganze Zeit, die wäre hier. Aber unter Umständen müssen wir nochmal zurück. Denn die war irgendwo in der Nähe vom Helikopter. Okay, dann war die hier schon mal nicht. Gut, dann kann ich das aus meinem Kopf streichen. Dann gehen wir da nochmal zurück. Komm, Kelvin. Wie viele Pillendosen haben wir? 4. So, damit wir das wieder finden, müssen wir dem Bachlauf wieder nach oben folgen. Und dann macht er nachher irgendwann so einen Knick und da müssen wir dann da links rüber. Genau, das hier ist jetzt der Knick, den ich meinte. Und dann können wir hier eigentlich geradeaus durch und dann sollten wir zu dem anderen Bach kommen, wo der vorhin geendet ist. Irgendwo hier. Das Eis ist mittlerweile getaut. Auch geil, ne? Krass, dass das jetzt tagsüber ging. Und hier waren wir vorhin. Genau, sehr gut. Da oben liegt der Heli. Okay, hervorragend. Ach, hier ist die Höhle. Ach, hier. Direkt am Helikopter. Ah. Bevor wir reingehen, wir looten nochmal, speichern oben nochmal. Da kommt den Energieriegel, den pfeife ich mir mal rein. Wow. Hab ich nicht gesehen, dass der uns gefolgt ist. Das kam sehr überraschend gerade, als er uns angegriffen hat. Noch ein Seilrutschenseil, okay. Hey, du lebst noch. Oh, der hat wieder Mutantenrüstung für uns. Was ist denn der Unterschied zwischen den... Ja, okay, gar nicht mehr. Es ist so dumm, wenn ich... Als ich mir die Frage leise gestellt habe, klang die ziemlich gut. Der Unterschied zwischen Mutanten und den... Geht's dir gut? Und den normalen Eingeborenen... Ja, die Mutanten, die sind natürlich irgendwie mutiert. Ich lasse das. Ich höre auf zu reden. Ach shit, hier ist dieser Klappmensch, der da so vorne... Der gibt viel von sich preis, sagen wir so. Ich wollte nochmal speichern und dann direkt in die Höhle runter. Da haben wir ja schon mal reingeloggt. Aber... Okay, mega gut, dass wir das gefunden haben. Ja, ich freue mich sehr. Endlich. Und das komplett durch Zufall hier oben. Ach shit, jetzt kommt der hier hinterher. Ich weiß leider nicht, wie ich dir da... Wie wir den am besten... Dem die Knie wegschieße. Pfeile her. Achtung, ein bisschen vorsichtig sein, wenn er wieder aufsteht.
das so ganz gut, oder? Und die Pfeile. Danke. Oh, war's das? Wow, okay. Krass, der ist tot. Ein Schlückchen Wasser. Oh, noch eine Mutantenrüstung. Die können wir direkt nochmal anlegen. Hey, geil. Auch schön, wieder was gelernt. Schutz ins Knie zum Sammeln. Und dann mit der Hacke ran, mit der Axt ran. Und dann ordentlich ein paar verpassen. Okay, jetzt habe ich doch gar nicht mehr so sehr Angst vor denen. Speichern, genau. Halt, Moment. Pfeil, speichern. So, na dann gehen wir mal in die Höhle, oder? Wir sind gut ausgestattet. Pfeiltechnisch können wir vielleicht nochmal direkt was bauen. Da haben wir nur noch 13. Ja komm, ich mach nochmal zweimal. 2, 3, 4. 8. 1, 2, 3, 4. Krass, ne? Wenn ich jetzt hier so normal laufe, na gut, ja, ein bisschen felsig sieht man schon, aber ja, wenn man dann näher kommt, fällt es natürlich auf, dass das ein Zugang ist, aber so offensichtlich gehört sich wahrscheinlich so, ne? Wenn du hier anfängst, pass auf, du hältst mir hier draußen die Stellung, brauchst du nicht mit reinkommen und bleib mal bei der Unterkunft, achso, bleib versteckt. Mach Pause. Ist okay. Mach Pause. Wasch dir mal dein Gesicht. So. Na dann. Höhle. Nachdem wir wenig Erfolg hatten in der letzten, hoffe ich, dass es hier ein bisschen besser läuft. Auf jeden Fall ist hier schon mal mehr Licht. Wäre halt geil, wenn ich das Teil in die Hand nehmen könnte. Oh. Sehr gut. Rohes Fleisch. Ja, und jetzt wird es wieder Feuerzeug-Time. Da sehe ich deutlich besser. Jetzt auch wieder, also ein bisschen schade, dass die Fackel nicht so viel bringt. Mir jedenfalls nicht. Ah ja, hier wieder die freundlichen Willkommensgeschenke. Was haben wir denn da unten? Da ist einer. Mit Sicherheit nicht der letzte. Oh fuck, wie komme ich hin? Okay, hier geht's runter. Da sind aber überall Leute. Nee, sehe ich nichts. Das Baulicht bewegt da unten. Scheiße. Jetzt hat er mir da die eine Lichtquelle weggenommen. Nein! Vorher anmachen. Profi-Move. Ich würde schon mal runtergehen, mich mit denen kloppen wollen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Ich meine, hier ist ja nicht so ein. Oh, das sind auch wieder. Oh shit, wie viel sind denn das? Oh Gott, bestimmt 8 oder so.
Das alleine natürlich schon ganz schön heftig, ey. Fuck. Ich treffe auch gerade nichts, ey. Kein Scheunentor. Das war ein Kopfschuss, aber ich glaube, die sterben nicht durch einen Kopfschuss, oder? Ne, die stehen wieder auf. Klasse. Hauen bestimmt zwei oder so. Fuck, ey. Ich glaube, es wird nochmal Zeit für so eine C4-Ladung. Oh, was haben wir denn hier? Ah, Leuchtfackeln. Kommen die hier hoch? Was war es noch? Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Münzen. Ach herrje, ich habe gedacht, wir haben 300 Münzen oder so. Ich baue direkt mal zwei zusammen, weil wir es noch haben. Wie viele Münzen haben wir noch? 11. Okay. Oh doch, es hat einige zerlegt. Ist jetzt nur noch der eine? Das macht dich rasend, hä? Fall her. Eigentum. Steht mein Name drauf. Wow, ey, geben die alle Mutantenrüstung? Ne, oder? Ne. Ah, fuck. Aber einige. Okay, da war dann doch noch einer. Mal gucken, ob hier noch einer ist. Wow. Er ist ja fantastisch. Okay, also, okay, mega gut, nochmal. Also die C4-Ladung war mal richtig, richtig gut. Die hier vorne geben auch nochmal Mutantenrüstung. Können wir direkt nochmal welche anlegen. Nice, ey, mega gut. War da nicht noch eine? Hier. Puh. Auch noch, oh, fantastisch. Wow. Ich weiß gar nicht, ob wir da bald keinen Platz mehr haben. Ich lege mal welche an. Bis zu wie viel kann ich die eigentlich anlegen? Naja, so weit wie es geht. Und da haben wir die Rüstungsleiste fast komplett voll, ey. Hier ist noch eine. Du hast mir gerade... Da. Ey, cool. Dann sind wir komplett voll mit Rüstung. Ich hoffe, ich versaus jetzt nicht und wir haben die eine Weile. Ja, ob ich die jetzt hätte sparen soll oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Hier ist ja noch was. Okay. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Noch was. Ja, ich dachte bei manchen, da ging es vorhin nicht, weil das vielleicht keine waren, aber dann haben wir sogar noch Ersatz. Ey, wie viele waren das? Das waren mindestens 10. Und nochmal. Dann haben wir nochmal 4 auf Halde.
Meine Pfeile habe ich auch so gut wie alle wieder. Okay, kann ich den wieder ein bisschen besser positionieren, dass der irgendwo... Dass man die nicht ausrichten kann? Naja, wieso nicht? So. Okay. Na dann können wir uns ja jetzt mal... Oh, schade. Sieht ein bisschen aus wie Pyrit. Minecraft. Crafter, Miner. Wodka, ja. Ah ja, Molotow-Cocktails, ja. Wir haben ein Kreuz gefunden. Flintenlaufgeschoss, 7 Stück. Oh ja. Zweimal Medizin. Da waren noch zwei. Ich habe 2 Punkte von der Rüstung eingebüßt, aber die bekommen wir direkt wieder. Huch. Okay, also mit dem Kreuz, da kann ich das kann ich ausrüsten und vor mir halten und wahrscheinlich den ein oder anderen Gegner fernhalten, oder? Direkt wieder 2 angelegt. 4 haben wir noch. Ist das hier tief? Nee. Krasse Höhle. Spawnen die Gegner hier drin nach. Wir müssen dann unbedingt schauen, wie wir von unserer Heimat immer mal wieder zu dem Helikopter kommen. Da ist noch einer. Das war's. Komm. Jawohl. Yes. Oh, der hat mir auch keine Rüstung abgezogen. Dachte, der hat mich einmal getroffen, aber nein. Oh. Ich hätte gern seinen Anzug. Akkuschrauber. E-Mail. Ach so, hier, die haben das Zeug abgebaut. Sieht aus wie Pyrit. Die Internetseite, die da unten steht, kann man die aufrufen? So, das nehmen wir mal mit. Geht's da weiter? Da geht's weiter rein. Ach, ich werd bekloppt. Oh, fuck. Hast du mich erschreckt, ey. Hockst du einfach so in deiner Höhle. Rüstung her. Bin rüstungsgeil. Komplett von oben bis unten voll. Ach, gehen wir vielleicht sogar mittlerweile als Mutant durch? Wenn ich hier mein Mutanten-Cosplay rumrenne. Wir gehen da hinten gleich weiter. Ich will nur mal hier am Rand schauen, ob hier noch irgendwo etwas ist. Ne, okay. Huh. Das ist ordentlich intensiv hier unten. Junge, Junge. Und die ist direkt am Start. Aber wahrscheinlich auch tatsächlich nur, um zu zeigen, hier gibt's was. Aber ja, kommt vielleicht später wieder.
Gott sei Dank geht die nicht aus. Auch wie das hier so glitzert und das Wasser immer mal runterläuft. Da hinten ist wieder was. Ich höre doch jemanden, oder? Da war doch wieder was. What? Was bist du denn? Ach du Scheiße. Zeitbomben. Okay. Ich weiß schon, wer die gleich abkriegt. Haust du rein, wa? Okay, gut. Die hat ordentlich. Ich gebe gerne zu, das war mega dumm. Wirklich, also da lasse ich nicht drauf kommen. So, unnötig die halbe Rüstung eingebüßt, ey. Ja, ich leg dir mal lieber beiseite. Oh, 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 oh. Was war das? Ich habe keine Fackeln mehr mit. Ist da noch so ein Vieh oder was? Ich esse jetzt weder Arm noch Bein oder ist das nur. Ach so. Das ist irgendein Sound, der da abgespielt wird, wenn ich da rumstehe. Gott, hat mich das. Ich dachte, wir sind gestorben. Aber Gott sei Dank nicht. Stalaktiten sind die von oben nach unten. Stalagmiten von unten nach oben. Nur mal. Kostenlose Dreingabe. Ich bin hier, um Rüstung zu sammeln. Dafür die zweite Zeitbombe, oder was? Warte kurz, ich brauche Ausdauer. Ja gut, das ist total dumm, wenn ich dann wegsprinte. Nicht wegsprinten, habe ich keine. Ich muss aber ein bisschen wegsprinten. Immer mal. Ich schieße jetzt relativ viel Rüstung ein, das macht aber nichts. Die hängen hier gerade fest, okay. Bye bye, ich gehe mal in Deckung. Leg mal ein bisschen Rüstung an, wir bekommen gleich noch mal was. Huh, oh ja, ich erschrecke mich jedes Mal. Sorry, Geräusch. Uiuiuiuiuiui. Ich gehe mal da weg. Ja, das wird andauernd neu getriggert. Sorry, kann ich gerade nichts für. Ich glaube, wir haben alle. Hey, gut, dass wir so viel Rüstung hatten. Dafür war die Zeitbombe. Ging ja nochmal gut. Schon fast mein Ende gesehen.
Wieso können wir den Wodka eigentlich nicht trinken? Ist das dann so eine Alterseinstufungsfrage, wenn man Alkohol trinken kann in einem Spiel? Ich meine, man kann ja ganz andere Dinge machen, wie man sieht. Hat hier noch einer was oder habe ich jetzt alle? Na gut. Gehen wir mal wieder hinter. Halt, ich leg noch mal die Rüstung an, die wir eben bekommen haben. Na gut, sind wir fast wieder voll. Ich bin nicht traurig, dass wir jetzt viel Rüstung verloren haben. Erstmal durch die Explosion, das war dumm. Das gebe ich gerne zu. Aber wenn wir beim Kämpfen Rüstung oder was verlieren und dann Ressourcen verbrauchen, dafür ist es ja da, dass wir es auch sammeln, auch benutzen und dann kann es auch kaputt gehen. Halt. Ach so. Ah, shit. Ich dachte, da kommt jemand. Aber das war vielleicht wieder nur eine Fledermaus. Oder auch nicht. Ah, da ist so ein Tentakelvieh wieder. Keine Pillendosen mehr mitnehmen. Fuck. Dann schlucke ich jetzt eine. Auch wenn das nicht so viel Sinn macht, aber dann sind wir da wenigstens nochmal voll geheilt. Dann kann ich hier nochmal eine mitnehmen. Hast du den hier hinten jetzt zerlegt? Gott sei Dank. Okay. Oder? Genau. Ich wollte gerade sagen, der hat doch sonst dann auch Mutantenrüstung. Uiuiuiui. Fuck it. Da ist ja noch so einer. Komm mal hier ins Licht. Ich weiß, wo ich dir hinschießen muss. Oh, wow, wow, wow. Nicht so schnell. Ah, das war nicht schlecht. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Shit, ich glaube, hier ist noch einer. Irgendwas. Ich sehe es nicht. Ja, ist auch wieder so einer. Shit, dass das Licht da so ein bisschen umgekippt ist. Ich habe auch keine Leuchtfackeln mehr. Versuche den gerade auf gut Glück zu treffen. Jetzt. Du verreck, du Sack. Shit. Oh oh. Was war das denn für eine Tentakelkacke? Lebt er jetzt noch oder? Nee. Hui. Boah, so spannend hier unten, ey. Alter Schwede. So, hier könnte ich aber noch mal ein abledern. Der hier? Immer noch zwei. Ich habe da hier noch irgendwo einen, oder? Oder hatte ich... Nee, den hatte ich schon. Derzeit hat nämlich der andere angegriffen. So, dann nehmen wir die Rüstung gleich wieder, die wir bekommen haben. Nochmal 3 Punkte. Okay, also mal merken, hier hinten liegt noch eine Pillendose.
Wir können auch eigentlich direkt ein paar Wodka-Flaschen herstellen. Wir haben 32 Stoff dabei. Wodka. Molotow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich überhaupt so viel Molotows mit mir rumschleppen? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dann haben wir 6 Molotow-Cocktails dabei. Okay. Kann ich die aufbrechen? Oh nein, da hinten ist wieder so ein Doppelter. Aber nicht so ein Wurmboy, so ein anderer, den wir auf dem vereisten See vorhin gesehen haben. Shit. Ah, da ist wieder so ein aufgeklappter. Bringt das denn viel, oder? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Zwei Molotow-Cocktails und die Viecher gehen in Flammen auf. Okay, mega nice. Sehr gut, dann wissen wir das auch. Fantastisch. Ha! Ihr Schweinehunde. Halt. Da lag doch noch eine Bulle Wodka rum. Die Folge wird ein bisschen länger, ist euch klar, ne? Ich beende hier nicht mittendrin in der Höhle. Das will ich auch wissen. Was es hier noch gibt. Oh, da hinten war noch so ein anderer. So ein Krabbelvieh wieder. Da hinten seht ihr das. Moment, Jungs, Mädels, ich muss mal kurz Pfeile herstellen. Geil, reicht noch für 4. Klasse. Shit. Also die haben 2 Molotow-Cocktails ausgehalten. Wir haben ja noch welche mit. Ich mache mal noch einen an. Wir können vielleicht auch so hin und die erledigen, aber... Ah, okay, super. Hätten vielleicht noch 2 Pfeile getan oder so, wusste ich jetzt nicht. Okay, also 2 Molotows und dann haben die noch ein bisschen Leben. Es gab hier auch eine Mutantenrüstung. War ja mein Pfeil. Hier müsste noch ein 2. Pfeil von mir stecken irgendwo. Ah ja, sehr gut. Oh, Mann, oh Mann. Geile Höhle, ey. Mega gut. Das ist die Königskammer der Cheops-Pyramide. Ganz eindeutig. Nee, keine Ahnung. Tja, ein paar sieht so aus, als ob hier der zweite betet und die anderen liegen irgendwie tot auf dem Boden rum und der eine bespaßt die da draußen alle.
Ich glaube, das hier ist ein Streamer. Das ist der Chat. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich mir jetzt hier im Spiel nichts zusammenreimen. Wird schon irgendwas, ein höheres Wesen, eine Gottheit, der Supermutant. Hier, The Forest sucht den Supermutant oder sowas. Wird es vielleicht sein. Vielleicht finden wir noch mehr Hinweise. Wenn nicht hier, dann bestimmt in anderen Höhlen. Aber da mache ich mir mal ein Foto von. So, schon fertig. Huch, Alter, erschreck mich doch nicht. Moment. Wo ist jetzt meine Bonustruhe? Oh nein, ich habe wieder was gehört. Das war keine Fledermaus. Shit. Die rennt weg? Wollen die mich nur irgendwo hinlocken oder? No fucking way. Die krabbeln an die Decke. Trink mal was, bevor ich es nach dem Eifer des Gefechts vergesse, wenn es knapp wird. Meine Güte, ey. Also auf der einen Seite wäre es cool, wenn die Mutanten wegbleiben, wenn ich die einmal... Da ist wieder so ein halboffener. Der weicht jetzt auch zurück? Okay, warum? Mutantenrüstung habe ich schon länger an, da die das nicht interessiert. Da unten sind wieder so kleine Babys. Die greifen aber an. Die können mich ruhig anspringen. Ich weiß jetzt nicht, dass wenn ich die angreife, ob die... Da ist der Große. Shit. Ob der Große dann auch kommt. Ja, kommt er. Ich gehe mal weiter. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Fuck, wie tief ist denn diese Höhle, ey? Oh, fuck. Shit, was ist das hier? Groß ist auch dabei. Ich den günstig zweimal treffe, dann hat sich's für ihn erledigt. Shit, ah, die kleinen nerven gerade ein bisschen. Wir sind aus der Richtung da drüben gekommen, ne? Ach, da ist der Große. Nein! Oh Gott, bin ich dumm! Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe vergessen, den scheiß Molotow-Cocktail anzumachen. Ey, das kannst du keinem erzählen, ey. Hier ist noch einer. Shit. Oh, fuck. Hier sind die Krabbelviecher. Oh Gott, hier ist ja alles voll. Ich laufe mal ein bisschen weiter. Liegt ein Pfeil. Ach, okay. Hier bin ich zurückgegangen. Von hier sind wir gekommen. Gut, dann gehen wir nochmal den anderen Weg. Direkt verlaufen. Babys. Das ist halt gemein, wenn die hier die... Oh, 10 Dollar und ein Energy Drink. Wenn die Lichter umschmeißen...
Also hier gab es anscheinend, naja, ich weiß nicht, ob das Forscher sind oder halt Arbeiter jedenfalls, die das Zeug abgebaut haben. Und die Einheimischen haben da schon ordentlich was dagegen gehabt. Es gibt ja auch manche, die haben so eine goldene Maske und das Zeug, was die ja abbauen, das schimmert auch so ein bisschen golden. Hat das damit vielleicht sogar ein bisschen was zu tun? Dass die da raus. Oh shit. Oh fuck, da ist wieder einer. Ich sehe hier absolut nichts. Oh Gott, hier gibt es sehr, sehr viele von denen. Ach du Scheiße. Ach, fuck. Gut getrollt. Oh mein Gott, wie tief ist denn diese Höhle? Wenn das nur eine ist, dann nehme ich die mal kurz mit. Haben wir beide mal daneben gehauen. Nee, da kommen die anderen. Huch, wieder so ein großer. Ich lauf mal ein bisschen. Hey, bleib hängen. Oh nein, hier sind wieder diese kleinen Babys. Haut ab. Aua. Ah. Oh nein. Oh nein, Rüstung ist kaputt. Ich muss weiter. Bleib liegen. Shit. Fuck. Jetzt muss ich vorsichtiger sein. Keine Rüstung mehr. Ein Seil. Aua. Alter, wo geht's denn hier überall lang? Nein! Oh! Ey, wie groß ist denn die Höhle? Gott sei Dank. Alter, ich dachte gerade, wo liegt denn mein Zeug rum? Das, was für ein Glibber-Gelee oder was wir da gefangen gewesen sind. Mist. Ach. Oh, hier sind wir. Haha, ja, okay. Ich erinnere mich, ihr auch, ne? Alter. Okay, also wir brauchen deutlich mehr Molotow-Cocktails nochmal. Also wenn ich da durchrenne, das klappt schon eine gewisse Zeit gut, aber das wurde ja dann so tief da hinten. Und da gab es dann. Oh shit, hier vorne sind auch wieder Gegner. Also hier links war einer. Da links war einer. Entweder den habe ich vorhin nicht gesehen oder die sind schon wieder nachgespawnt oder haben sich schon wieder vermehrt. Da ist auch wieder einer. Okay. Die sind schon wieder nachgekommen. Oh. Oh, noch ein Pfeil. Krass.
Mega geile Höhle. Leck mich am Arsch. Alter Schwede. Sehr, sehr interessant. Junge, Junge. Wir haben Hunger, ja. Nö, geht noch, geht noch, geht noch. Also, wir brauchen eine Menge Molotow-Cocktails. Wir können noch ein paar von den C4-Zeitbomben herstellen. Wir sind relativ weit gekommen, aber ich weiß nicht, wie weit die Höhle ging. Und als wir dann gesprintet sind, gab's... Es ist dunkel. Ja, hier links oben ist irgendwo das Zelt, da können wir übernachten. Sofern hier keine Gegner sind. Kelvin müsste ja auch noch irgendwo abhängen. Ich gehe mal zum Flusslauf. Da gehe ich auf Nummer sicher und weiß, wo wir sind. Da ist Kelvin, oder? Das blaue Licht. So, und irgendwo hier hatte ich doch das kleine Zelt gebaut. Ist das schon hier, wo der Helikopter liegt? Nee. Ich sehe absolut nichts. Also, Molotow-Cocktails brauchen wir einige für die Höhle. Und diese Zeitbomben. Hier ist das, oder? Ja, hier ist es. Ja, 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 ja. Nein, noch ist das Fleisch roh, aber das wird bald verdorben sein. Heilung und ja, wir könnten uns unten, wenn wir da halt reinkommen. Oh, eine Auster. Könnten wir einiges an Rüstung mitnehmen? Brauchen wir mit Sicherheit auch. Gibt es ab und zu mal eine Perle in so einer Auster? Oh, das bedarf schon viel Vorbereitung. Ja, am sinnvollsten ist, wir gehen da schon natürlich auch mit Ausrüstung rein. Ne? Also mit Rüstung an sich. Ja, der hat auch Göttchen, das hat geschlafen. Das ist ja süß. Mit Knochenrüstung oder was auch immer. Oder mit dieser Lederrüstung. Ich weiß nicht, welche davon besser ist. Aber was jetzt wichtig ist, wir gehen jetzt dann erstmal Richtung Heimat. Wir müssen aber von hier aus dann in der nächsten Folge schauen, wie wir nach Hause kommen und dass ich den Weg hierhin zurück wieder finde. Alter Schwede, wir haben heute viel erlebt. Das war sehr, sehr spannend da drin. Und auch sehr dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was gesehen habt. Ach, ein Schmetterling auf der Axt. Cool, bleib da. Nimm dich mit, unser erstes Haustier. So ein Mini-Drache. Ja, das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, es geht so spannend wieder weiter. Vielleicht nicht gleich die nächste Folge. Erstmal wieder ein bisschen was zum Runterkommen. Aber wichtig ist erstmal nach Hause kommen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.